bei euch gibt es einen guten Strudel, stimmt das? Ja, ja? Das stimmt. Ja. Heute wird der Machtrenker Strudel vorbereitet. Morgen wird er dann gebacken ab 5 Uhr in der Früh. Und jetzt sind wir dann schon fest in die Vorbereitung. Viel Arbeit, aber ich darf euch brav helfen in der Küche. Abwaschen ist sein großes Thema. Ja, die niedrigen Tätigkeiten darf ich machen in der Küche. Okay, dann darf ich mal einer kommen. Ja, gern. Okay. Der Strudel besteht aus Blätterteig, der wird mit Blätterteig gemacht und mit Polenta-Fülle. Die mache ich mit Milch und Eiabtrieb und eben Polenta wird aufgekocht. Und dann wird der Schnee geschlagen, der wird dann auch unterkommen. Dadurch ist er recht weich und sämig, der Polenta. Und dann kommen Waldbeeren drauf. Und zwar den Polenta deswegen, weil ja das von den Donauschwaben herkommt. Ist ein sparsames Essen und hält recht gut an. So, jetzt wird das dann mit Schneerühren wird das dann aufgekocht, bis das so richtig so ein bisschen ein dickerer Gatsch entsteht. Dann muss es abkühlen, weil dann kommt wieder der Eiabtrieb rein. Und dann eben mit dem Blätterteig die Fülle vorbereitet und alles. Heuer sind es 500 Portionen, also viel, viel mehr wie voriges Jahr, also wie die Jahre vorher, weil es im Machtrenker Strudeltag jetzt das fünfte Mal gibt und der Bürgermeister von Machtrenk 5 Jahre in sein Amt ist. Das war so sehr gut erledigt, finde ich. Und das ist jetzt so, jetzt blubbert schon schön und jetzt ist er fast fertig, der Polenta. Sehen Sie, der blubbert richtig gut. Wir waren beim ersten Machtrenker Strudeltag dort und da haben wir so ein Gespräch geführt, die Michi Malicek und ich, und dann habe ich gesagt, da gehört eigentlich jetzt der Machtrenkerin her, weil der Machtrenker Strudel von einer Machtrenkerin gemacht werden sollte. Ja, und jetzt mache ich es. Ja, wir haben ein Probeessen damals gehabt mit 3 verschiedenen Strudeln und der Bürgermeister und die vom Stadtrat, die haben sich dann entschieden für diese Variante, für die Bärenvariante. Also gut, dass er kommt. Gut, dass er kommt, ja. Das ist praktisch schon alles drinnen. Ohne Abtrieb ist er ein bisschen fest und wird auch sehr schnell trocken. Darum macht man dann den Eiabtrieb und den Schnee rein, damit er schön locker wird, die Masse. Jetzt ist schon ganz schön fest geworden. Und so stellt man sich im Polenta normalerweise vor. Und der Abtrieb, da in die Mischung, also in die Polenta Milchmischung. Mischen wir jetzt einmal durch. Was muss man da aufpassen? Der Chef vermischt es. So, Sie sehen ja, das ist jetzt dann schon ein bisschen eine weichere Masse. Und jetzt kommt noch der Schnee rein. Und dann hebt man halt jetzt ein bisschen vorsichtiger drunter. Und dann wird es schon sämig. Und darum ist das nicht so tragisch. Und Sie haben, das ist jetzt so diese Polenta-Masse, die unter die Waldbeeren kommt. Okay. Ich ziehe den Strudel dort nicht so raus, also das ist mir jetzt auch zu viel Arbeit. Also das ist der, den ich extra für den Strudel probiert habe, alle Firmen, und das ist der beste. Das, der ist wirklich, der, da braucht man nicht viel machen. So, und jetzt tut man die fertige Masse da aufgelöffeln. Und seht, da hat man dann da. Also wie lange muss das jetzt gehen? Also ist das gestanden jetzt? Das ist jetzt ja, zum Auskühlen gestanden. Ja, nur zum Auskühlen. Genau, nur zum Auskühlen. Das ist ja kein Gärnteig. So, das sind 4 solche Schaufeln. Dann tue ich das ein bisschen. Dann habe ich da so
und Zuckerbirne, frisches Süßchen. Und dann kommen so die Waldfrüchte drauf. Und für die eine Zwänge wird das mal was gespürt. So, und dann machen wir das so. Also, das macht dann jede Frau wahrscheinlich genauso. So, ist schon fertig. Und dann wird er, bevor er ins Rohr kommt, nachdem mir das heute nicht passiert, wird der schon eingestrichen. Mit Milch streichst du ihn ein. Also nicht mit Ei, weil dann wird das ganz, ganz knus. Also das wird dann meistens so dunkelbraun. Und ich streiche es dann nur mit Ei, mit Milch ein. Und so werden dann 45 Stunden gemacht. Genauso, ein nacheinander. Das ist eben jetzt die Machtrenker-Variante. Für extra wegen die Donauschaben, dass man eben zeigt, dass was günstig ist, dass was wirklich, sagen wir, nicht so sehr hoch im Preis, auch sehr gut schmecken kann.